Michaela und ich gehen nie im Streit zu Bett, wie heftig der Tag auch gewesen sein mag. Es ergibt für uns einfach keinen Sinn, einen Streit bewusst hinauszuzögern. Vor allem, weil wir uns unserer Liebe stets bewusst sind. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass uns beiden nur eine gewisse Zeit des Zusammenlebens gegeben ist. Irgendwann wird einer von uns sterben. Irgendwann werden wir uns voneinander verabschieden müssen. Warum die Zeit bis dahin nicht so bewusst und liebevoll, wie es nur irgend möglich ist, verbringen? In Anbetracht des Todes wird vieles unwichtig. Nur eines nicht: die Liebe, die zwei Menschen miteinander verbindet. Wenn dies dein letzter Tag wäre, was würdest du tun? Und was hindert dich daran, es bereits jetzt zu tun?